Es ist eine Geschichte der Generation, die die Geschichte nicht geschrieben hat, nicht gemacht hat, nicht bewegt hat. Mhm. Die wurde von der Geschichte bewegt sozusagen. Die wurde irgendwo hingeschleudert, hingeschmissen. Ja, die muss sich damit mit der Geschichte auseinandersetzen. Das sind so wirklich Leute, die sich damit identifizieren können. Die da jeder trägt sowas von einem Alois Nebel vielleicht nicht. Ja, müssen wir schon seit 20 Jahren mit ihm identifizieren. In 20 Jahren vielleicht können wir uns selber mit ihm identifizieren. Also bei mir, ich kann mich mit ihm schon jetzt gut identifizieren. Ich sammle ja auch die Fahrpläne. Vlastně jsme se to vytvářeli jako vzkaz našim rodičům. To je bisschen etwas, was wir vielleicht für unsere Eltern geschrieben haben und gemacht haben. Wir sind, die Tschechen sind sehr passiv in der Politik, ja. Das dauert immer so diese. Also wir sind, auch jetzt ist das einfach, alle denken immer so die jetzige Politik. Da denkt man immer, naja, die machen das sowieso irgendwie. Man meckert in der Kneipe, man geht nicht auf die Prageburg, um zu demonstrieren. Also man meckert über die tschechischen korrupten Politiker, und irgendwie das passiert irgendwie neben uns, und wir haben unsere kleinen Probleme. Also für uns ist wichtig, dass wir doch irgendwie unseren Lohn kriegen, und dass die Kneipe nicht zumacht, und wir haben unser kleines Leben. Aber ich würde diesen Leuten wie Alois Nebel das auch nicht vorwerfen. Ja? Man kann das vielleicht sogar auch hier auf dem Lande beobachten. Wir haben keine richtigen Helden. Polacy, meine ich, Born haben die große Helden und so. Wir haben das nicht. Aber ich meine, sagt Tomáš, Alois Nebel ist ein Held. Für mich ist es sehr schwer, also jetzt zurück zum Film zu kommen. Seit einem halben Jahr. Was toho filmu vlastně žije. Lidi jich ohne film. Ale zároveň je pro mě důležité to, že ten film můžeme prezentovat tady v Německu, protože tohle to bylo jedno z publik, které jsme ten film chtěli ukázat. Přímě. Jakože, ale für uns ist jetzt sehr wichtig, dass wir den Film, oder für mich und für uns ist es wichtig, mein Tomáš, dass wir den Film auch hier in Deutschland zeigen können, weil das war schon so ein Publikum, an die Deutschen haben wir auch gedacht. Wir haben an Mitteleuropa gedacht. Ja? Ich meine, es ist eine Geschichte, die zwar im Arsch der Welt spielt, wo im Altvatergebirge, im ganz kleinen Bahnhof, aber es ist keine so richtig ganz lokale Geschichte. Diese Züge, die sind quer Europa gefahren, das gesamte Mitteleuropa. Und in diesen Zügen die ganzen Armeen, die Juden nach Auschwitz, die vertrieben. Und wieder Armeen, wieder Soldaten. Also diese Züge, die haben dieses Europa auch zu diesem Desaster bisschen geführt, ne? Also beigebracht, was gar nicht beigebracht.